Name ist Jörg Röwekamp und ich habe mich hier heute mit 25 Studierenden getroffen, um so der Frage nachzuspüren, was bedeutet eigentlich Wald- und Umweltpädagogik innerhalb der sozialen Arbeit. Ich bin Katja Dötsch. Ja, ich bin Julia. Ich komme aus Münster, bin 22 Jahre alt. Hallo, ich bin Jonas Seib. Jo, ich bin Anushan. Ja, hallo, ich bin Philipp Lott, studiere an der Kato Soziale Arbeit und habe heute am Seminar Wald- und Umweltpädagogik teilgenommen. Übrigens, und hinter mir, da sehen Sie unser neues Seminarzimmer, das Sofa, wie wir es genannt haben. Wir haben also sozusagen den Wald zum Seminarraum gemacht und das war toll zu beobachten, dass die Studierenden da hoch interessiert dran waren, diesen Seminarraum selber zu gestalten und sich da offensichtlich auch unglaublich wohl drin gefühlt haben. Es wurde begleitet von zwei Waldpädagoginnen, die das hier heute mit uns gemacht haben. Und ja, es ging so ein bisschen darum, kennenzulernen, was für Methoden es gibt, um mit verschiedensten Klienten ja, ein bisschen der Natur näher zu kommen, dem Wald näher zu kommen. Wir haben heute verschiedene Spiele gemacht, haben den Wald kennengelernt und ich finde, gerade auch für verschiedene Sinneseindrücke ist es einfach ein super Raum. Aber dann auch ganz praktische Übungen wie blind zu einem Baum geführt werden, den Baum ein bisschen zu berühren, zu ertasten und dann quasi zurück an einen Ort geführt zu werden und dann den Baum wieder zu finden. Also irgendwo auch der Natur näher zu kommen in gewisser Weise. Seid ihr bereit? Ja! Mein größtes Highlight heute war eine Aufgabe, in der wir in Teams gegeneinander angetreten sind und versuchen mussten, möglichst hoch einen Baum hochzukommen und da einen Kreidestrich dran zu machen. Es hat mir sehr gut gefallen. Ich finde, das ist ein ganz, ganz besonders wichtiger Aufgabenbereich der sozialen Arbeit und ich finde es ganz wichtig, dass wir das beigebracht bekommen. Mir hat das Ganze sehr viel Spaß gemacht, einfach mal aus der Kato, dem Kato-Gebäude rauszukommen, direkt am Objekt quasi zu lernen. Ja, allgemein fand ich irgendwie das nochmal schön, diesen ganzen Seminarkontext, Unikontext vielleicht auch mal in so einen Wald zu bringen in gewisser Weise. Also das hat noch eine ganz andere Atmosphäre. Ich bin irgendwie sehr, sehr aufgeweckt und nicht so müde und nicht so träge, sondern es irgendwie ja, löst in mir auch irgendwie so eine gewisse Bereitschaft und Tatkräftigkeit und Lust aus. Ja, ich würde mir wünschen, dass für die Studierenden dabei herauskommt, dass das Arbeiten im Wald vielleicht nochmal zu einem Arbeitsfeld gehört, dass sie sich selber auch gerne erschließen möchten. Eins, zwei, drei.